Willkommen zum letzten Part von Super Mario World. Mit den letzten vier Leveln und der viertletzte heißt Groovy. Und vielleicht kommt er euch ja irgendwie bekannt vor. Einfach mal anschauen. Nein, hab ich noch nie gesehen, sowas. Ich nehme den Panzer mit. Ich versuch's mal bestmöglichst nachzustellen. Ist ja schon nicht mehr gelungen, aber... So in etwa. Nein, den hätte ich zermatschen müssen und dann... Und wieder draufspringen. Warte. Das ist das Opening, wenn man Super Mario World einschaltet. Und jetzt springe ich noch auf die Pflanze, die irgendwie nicht mehr da ist. Okay. Und hier geht der Level weiter. Ich frage mich natürlich... Nee, der Level ist eigentlich so einfach und simpel, dass der muss eigentlich zuerst als das Opening da gewesen sein und dann als Easter Egg hier nachgebaut worden sein, weil... Ja, der Level ist nichts. Was ist das denn? Das Opening und dann ein paar Pokés. Mehr ist dieser Level nicht. Also es wurde nicht extra ein Speziallevel gezeigt. So, jetzt kann sich Yoshi mal echt verköstigen. Aber wir gehen trotzdem weiter und würde sagen, beenden diesen Level. Was ist denn da immer im Himmel, dass ich da abpralle jedes Mal? Okay, komm, ich gehe lieber. Jetzt kann ich hier versuchen, die 50 zu packen. Warte mal, das machen wir mal. Oh Gott, viel, viel Timing. Naja, ich krieg das nicht hin. Nicht hingekriegt. Kann jederzeit abspringen. Die höchste Punktzahl ist 50. 29. Da gibt es nur einen Pixel höher, ist die 30. Ein Pixel höher ist die 40. Und noch ein Pixel höher ist die 50. Drei Chancen habe ich ja noch. Aber ich habe es, glaube ich, im ersten Let's Play auch geschafft, die 50. Also es ist möglich und glaubt's mir. Das ist die höchste Punktzahl, die man da bekommen kann. Mondo! Mensch, wir hatten hier alles wieder geflutet. Du etwa? Hammer, Bruder! Ja, ich weiß, ein Herz für Fischgesichter, aber das, so weit müssen wir jetzt auch nicht gehen, oder? Meines Wissens... Oh Gott, ist das schwierig. Genau, verändert sich der Wasserpegel auch. Dann kann ich jetzt auch mal hier was holen, dass ich nicht so gefährdet unterwegs bin, wie eine gefährdete Tierart. Das ist nämlich der Amazing Hammer Bro. Nee, Amazing Flying Hammer Bro, so heißt er doch. Das ist schwierig. Diese Passage ist gar nicht mal so schlecht. Doch, sie ist schlecht, aber sie ist schwierig. Auch mal eine Idee, statt ein Schloss oder irgendwas zu fluten, einfach die komplette Landschaft da. Boah, geht der Hammerbruder auf diese Art und Weise auf den Keks. Also Hammerbrüder waren schon immer assi. Aber der da? Versteht mich nicht falsch. Es war in Bezug auf Assistenten. Also wenn jemand ASSI schreibt, dann ist es der Assistent. Ne? Andere Bezeichnung wäre ASI. A-S-I wie A-S-O. Ihr versteht. Aber viele Leute schreiben Assi wie der Assistent und meinen damit ein beleidigendes Wort. Wenn ihr irgendwie mal als Assi bezeichnet werdet, dann sagt, dass ihr kein Assistent seid. Zeigen sich immer die Bildungslücken der Leute, die solche Wörter anwenden. Ja, wirklich wohl scheint es den Fischgesichtern hier nicht zu sein. Kann ich auch trotzdem verstehen, dass sie sich gerne was anderes gewünscht hätten, aber geschenkte Gaul und so. Boom, boom, alle weggekickt. Ich wollte schon sagen, da kommt doch ganz bestimmt noch ein Amazing Hammer, Bro. Oh, ich warte, bis der Wasserpegel weg ist. Ist doch nicht. Geht doch auf keine Kuhhaut hier. Obwohl, wenn ich so schwimmen kann, muss ich den gar nicht erledigen. Das ist aber noch schwieriger, an dem vorbeizukommen. Ach, komm schon, was soll diese Welt immer ohne Checkpoints? Was seid denn ihr so geizig geworden? Aber ist in Ordnung, wenn wir eh den letzten Part und... Der letzte Level ist nicht schwierig. Ist nicht so, dass der letzte Level so ein Spaßlevel wäre. Ich weiß nicht, welcher Level war das denn in Super Mario Bros. The Lost Levels? Ich glaube 9-4 oder so, wo man nur schwimmen musste und war am Ziel. Also so ein Level ist es nicht. Das ist schon ein normaler Level, aber ist trotzdem nicht schwer irgendwie. Der letzte. Der vorletzte, der ist noch ein bisschen knackig. Und Mondo geht mir jetzt auch auf den Keks.
Ist nur die Hammerbrüder dran schuld. Der Rest geht ja klar. Vergiss den Pilz. Okay, ich will den Pilz haben. Ach! Huh! Also meine Laune ging im letzten Part ja schon ein bisschen runter. Denn der Level im letzten Part, also mich hat so einiges schon geärgert. Und mir würde nur ungern jetzt noch die Hutschnur platzen. Weil es ist auch schon sehr spät. Wenn ich erstmal mein Brüllorgan raushole, hört man mich über die ganze Straße. Ja, bestimmt die Nachbarn. Ich glaube auch meine Nachbarn hören auch immer, wenn ich Willkommen zurück oder so sage. Im Part beginne ich ja immer sehr dynamisch. Das wäre jetzt dynamisch, aber nicht laut. Was ist denn das hier? Auch gut. Warum ist jetzt Ebbe? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber die Welt versteht mich auch nicht. Koopas gehen baden, alles klar. Was haben wir denn hier drin? Ich habe mich über normalen Pilz mehr gefreut. Kann die Fische auch erledigen, wenn der Wasserpegel sinkt, so. Jeep, Jeeps. Vielleicht? Ich nehme den mal mit. Der könnte für diesen verdammten Hammerbruder am Ende sehr nützlich sein. Es sei denn, ich verschwende ihn. Blöd, Mann. Yes. Achtung. Ich lande sonst noch in den Manschern. Ach, wisst ihr was? Geduld. Warten einfach wieder, bis die Flut kommt. Der Rest regelt sich von allein. Mann, oh Mann, oh Mann. Manometer. Wisst ihr, was ein Manometer ist? Das ist ein Bauteil eines Feuerlöschers. Ja, habe ich beruflich gemacht, deswegen kenne ich mich damit aus. Weiß gar nicht, ob es bei irgendwas anderem auch gibt, ein Manometer. Oder ob das irgendjemand sagt, außer unserer Family, Manometer. Weil das ja sonst keiner verstehen kann. Kommen wir zum vorletzten Level. Ein dunkler, böser Wald. Ach, die Flammen. Das war's. Aber killen tut mich ein Kugelbilly. Nee, ihr werdet mich nicht aufhalten können. Vergesst es. Ich werde euch bezwingen. Die gab's doch schon in Super Mario Bros. 3. Die Flammen, oder? So ähnlich auf jeden Fall. Also mit den Kugelwillis kann man ja ein bisschen skillen. Wenn man es kann. Aber man kann sich auch ganz böse aufs Kreuz legen und blamieren. Im Moment versuche ich mich an der Skill-Variante. Ausbaufähigem Erfolg. Oh, Mann. Dabei sind wir schon recht weit gekommen. Das war gar nicht mal so schlecht, der Versuch. Heieiei. Der letzte Part. Ich muss gestehen, dass ich Super Mario World in 2 Tagen aufgenommen habe. Die ersten 6 Parts und Part 7 bis hierhin. Das heißt, ich habe heute schon einiges auf dem Buckel, du. Ich habe angefangen im Wald der Illusion. Ja, ich möchte es nochmal sagen. Warum ich so viel an einem Stück aufgenommen habe? Ich hab Bock drauf. Ja, ich hab Bock drauf. Aber so langsam geht mir die Puste aus. Kommentationstechnisch als auch spielerisch. Lass mich doch bitte in Ruhe. So halbwegs wenigstens. So ein bisschen. Oh, ich muss Anlauf nehmen, um wieder da hochzukommen. Aber dann kann das passieren. Ich muss bei denen aufpassen. Die haben schon ohne Grund, nicht ohne Grund, einen Totenkopf auf ihrer Station. Diese Kugelwilli. Station. Nennt man das so? Kugelwilli-Station quasi? Einfach mal hier das Trampolin mit. Wir könnten, genau, wir müssen gar nicht auf die Kugelwillis da achten. Dann einfach das Trampolin mitnehmen.
und der Fisch wäre rasiert, obwohl er nie haarig war. Ja? Nee, reicht das? Das reicht. Jetzt reicht's aber hier! Du bist nicht so das Problem, wenn man ganz ruhig unter dich kann, es ist... Das ist der Amazing Flying Hammer Brother, kein Problem. Aber es wird noch schlimmer. Cheep Cheeps sind nicht das Problem, aber Galumbas. Und diese behämmerten Flammen dazwischen rauben mir den letzten Nerv, den ich schon nicht mehr habe. Okay. Joschinski, helfen Sie mir. Sie müssen etwas tun. Rufen Sie den Kammerjäger. Sonst verkaufe ich Sie ans Museum. Sie sind ein Dino. Herr Joschinski. Sie sind gefeuert. Nein, noch nicht. Noch sind sie... Sie werden gerade befördert, wenn sie so weitermachen. Sie zeigen sich von ihrer besten Seite heute. Ich kann, glaube ich, auch die Flammen schlucken. Aber doch nicht mit Herrn Joschinski. What the? Tja, da kommen was will, ne? Joschinski zeigt sich von seiner besten Seite. Hier auf Joschinskis Island. Ich will was probieren. Ah, nur eine 40! Da leckt mich doch. Ich hatte es fast. Im letzten Level funktioniert es nicht. Im letzten Level kriegen wir keine 50, weil da kommt man gar nicht hoch. Ja, dann halt nicht. Da müsst ihr mir einfach glauben. Der letzte Level ist nämlich funky. Funky Kong is back, oh yeah! Und hier herrschen Sumo-Brüder und blaue Koopas und warte mal. Da hole ich mal ganz kurz wen raus. Was? Da war gar nichts drin, nicht mal eine Münze. Was war das denn? Ich dachte eigentlich, Joschinski kommt da, aber falsch gedacht. Bist du Stress oder was? Hier sieht der Hintergrund auch schon ziemlich dunkel aus. Apokalyptisch. Ach, hör auf. Okay, jetzt habt ihr mich kurz überrascht. Das wusste ich nicht mehr, ehrlich gesagt. Toll, man muss groß sein. Oder man nimmt das. Hätte ich ja mit dem Spincher... Hä? Was ist mit euch los? Ah, jetzt komm. Ich kriege hier gar nichts gebacken. Ah, das ist... Ne, ach komm. Tschüss. Weil wir brauchen am Ende Zeit. Wir müssen ja... Man wird am Ende eh gehetzt. Weiß nicht, was hier für einen Stress macht. Biber, Butzenland. Ja, ja, das ganze Let's Play ohne einen Fail. Du alter Scherzkeks, Markus, du alter Scherzkeks. Allerdings, das wurde nochmal fett unterstrichen gerade. Du alter Scherzkeks. Du Nix-Checker. Keine Ahnung von der Welt, Junge. So, warte, jetzt will ich nochmal... Was ist denn da? Ich sag doch, da ist Joschinski. Freut mich für ihn. Ja, dann mach's gut. Man kann ja nicht hinkommen zu ihm. Komm runter. Wird nix. Warte, nee, warte, kann er... Ich dachte, er frisst den Panzer, aber... Nope. Ja, dann halt nicht. Kannst du mal kurz kommen? Danke. Ja, der Level ist ja nichts. Der Level ist ja nichts. So, schön, wo kommt hier ein? Ich will mal ganz kurz ansprechen, bevor ich es vergesse. Sollte ich schon im Let's Play machen, finde ich. Ich komme hier nicht mehr zurück, Junge. Ah. Die Unterschiede der japanischen Super Mario World Version mit der amerikanischen plus europäischen. Weil unsere europäische Version ist identisch mit der amerikanischen. Es gibt ein paar Unterschiede. Zum Beispiel, dass, wie vielleicht schon erwähnt, Bowser heißt in Japan Koopa. Ich habe das in einem Part erklärt. Und
Und deswegen wird in der letzten Welt von Bowser, wo ja steht, ganz groß Bowser draufsteht. Ich fasse es jetzt nicht. Erstmal du weg. Das kriegen wir hin. Steht da Koopa. Und es gibt noch viele kleine Änderungen. Zum Beispiel, dass man in der japanischen Version die Delfine mit Yoshi fressen kann. Ihr wisst schon, die Delfine. Es gab ja da eine Delfin-Level da. Und in der amerikanischen und europäischen Version kann man die Delfine nicht fressen. Der Witz ist, in der GBA-Version kann man sie wieder fressen. Unabhängig von der Region. Tja, keine Ahnung, was da editiert wurde. Mensch, man kann da hoch. Jetzt, was ist denn das für ein mieser... Ich hänge mich auf an so einem Mist. Aber was ich halt sagen wollte, es gibt noch eine Änderung. In diesem Level. Die japanische Version unterscheidet sich in diesem Level auch anders. Aber dazu komme ich dann erst zu sprechen, wenn ich an Ort und Stelle bin. Guckt euch mal an, wie kurz dieser verdammte Kacklevel ist. Ich werde jetzt erstmal die erledigen. Hä, jetzt kriege ich erst richtig hin. Ha, ha. Bin so gut wie weiter. Mann. Gibt's doch nicht. An sowas scheitere ich, oder was? Und zwar bist du ein Depp. Ich hasse dich. Aber davon abgesehen und von dir abgesehen. Was ist denn hier los? Ich dachte, wir wären am Ende. Wer zuerst blinzelt? Ja komm, die Zeit läuft. Was? Da kommt noch... Was zum... Ich dachte, wir wären vorbei. Ne, vorhin fing die Zeit an zu laufen. Das alles kommt noch. Naja, du ganz bestimmt, ey. Danke. Ich glaube, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Extra Leben braucht man nicht mehr, aber hey, her damit. Was zum... Wie lange geht denn der Level noch? So, jetzt geht's. You are a super player. Super Let's Player. Danke, 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 Mr. Miyamoto. Die Ehre ist ganz meinerseits. Und in der japanischen Version steht da, nicht japanisch, wie ihr vielleicht denkt, sondern da steht, you are Super Player. Oh, seid japanische Leute, konnten nicht mal richtig Englisch. You are Super Player, stand da. Das ist beeindruckend. Das bewirkt doch, dass die europäische Version mehr Münzen im Spiel hat als die japanische Originalversion. Geschafft. 100% wurden soeben geschafft. Jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit. Wenn wir durch diesen Teleporter gehen, ist die Farbpalette ein bisschen anders. Und auch die Gegner. Denn die sind, verkleiden sich als Mario. Die Koopas sind Mario-Fans geworden und... Ja, und ein paar andere Gegner, so ein bisschen Halloween-Style auch. Aber während wir das sehen, verabschiede ich mich, weil wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank fürs Ansehen. Mir hat dieses Spiel jede Menge Spaß gemacht. Es ist einfach ein Spiel, das man immer wieder zocken kann. Und das habe ich in Part 1 schon gesagt, da habt ihr. Sieht, Piranha-Pflanze sieht ein bisschen Kürbis-Halloween-mäßig aus. Und auch der Chuck hat eine andere Farbe, blau. Guck mal, wenn er rennt, sieht man das. Vielleicht jetzt. Ja, super, was eine Story. Jetzt habe ich es euch noch gezeigt. Da ist die 50. Geil. Viele haben es mir angezweifelt. Da habt ihr doch noch den Beweis. Super Story. Also dafür vielleicht einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns wieder bei neuen Projekten. Mario bleibt eher am Start. Und das war Super Mario World. Schönes Spiel. Der nächste 2D-Mario-Ableger in der Zukunft kommt bestimmt. New Super Mario Bros. U2. Naja, in dem Sinne, bis dann und ciao.